Hallo, ich bin Bojang. Und ich bin Jette. Und wir haben heute die einmalige Gelegenheit, ein Exklusivinterview mit zwei professionellen Handballspielern der Recken zu führen. Zudem werden wir einen Einblick in das Training bekommen. Ich würde sagen, auf geht's, oder? Ja. Tempowechsel. Nicht alle Vollgas, aber auch ein guter Kopf. Auf jede. So weit ist auch der Warm. War das falsch, Mann? Hat er den richtig in der Kopf? Ja. Komm, Martin, ist dein Mann. Fünf. Weiter. Was, wie machen wir die beiden? Erste Frage wäre, wie bist du zum Handball gekommen? Also bist du über Freunde reingekommen oder durch deine Eltern? Durch meine Eltern und meinen älteren Bruder, muss ich sagen. Er hat auch Handball gespielt und er ist vier Jahre älter als ich. Und dann habe ich gesagt, so ein kleines Vorbild und dann war man immer in der Halle und so. Ja, bei mir ist es ein bisschen unkonventioneller Weg. Ich habe nicht gleich angefangen, als ich jung war, sondern ich habe erst mal Fußball gespielt, bis ich 15 Jahre alt war. Und dann hat mich eigentlich mein Onkel dazu bewegt. Der war selber mal erfolgreicher Handballer, beziehungsweise hat in der zweiten Liga auf Rechtsaußen gespielt. Und der meinte, ey, als Linkshänder, da musst du doch ins Handball. Und deswegen habe ich dann auch eigentlich angefangen. Viele Freunde von mir waren auch im Handball und dann hat es einfach Spaß gemacht und bin dann dabei geblieben. Und so war es eigentlich relativ spät mit 15 Jahren, aber hat sich doch bewahrheitet, dass es gut war. Es ist nicht zu spät für uns. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Ich glaube immer, am Ende gehört viel Spaß dazu. Und na klar, Ehrgeiz und dann auch merkt man ja, ob es dann auch irgendwie vielleicht höher geht. Aber grundsätzlich war erstmal der Spaß im Vordergrund und die Zeit mit Freunden. Okay, und wir waren ja jetzt eben schon bei eurem Training dabei. Und wie oft pro Woche trainiert ihr? Also mehrmals die Woche, wie oft so? Ja, also im Moment bin ich verletzt. So, dann muss ich leider herstehen und nein, das ist Spaß. Ich muss ein bisschen Reha machen auf der Seite und so. Und dann ist das ein bisschen anderes von was, wie viel die Mannschaft trainieren. Ja. Weil ich kann ein bisschen Gas geben im Kraftraum und so, aber die Jungs muss Handball und gut auf dem Spielfeld performen. Aber ich muss sagen, zwischen vielleicht 7 und 9 Einheiten pro Woche. Ah, okay. Das ist auch relativ viel. Ja, das kommt immer von, wie viel man macht im Training auch. Man kann auch einfach nur da auf der Seite sitzen und ein bisschen trainieren, aber ja. Und wenn ihr wirklich 8-mal oder 9-mal die Woche trainiert, hast du dann noch irgendwie einen Nebenjob oder studierst du hier in Deutschland nebenbei? Im Moment liegt fast alle mein Fokus auf Handball. Ah, okay. Ja. Nee, Handball ist schon auch mein Hauptjob. Also, wir sind alle Profis, wir machen das alle professionell und leben davon auch. Handball ist jetzt nicht wie Fußball, wie viele wahrscheinlich auch wissen, aber wir können auch gut davon leben. Und trotzdem brauchst du natürlich auch ein zweites Standbein, weil so sollte eine Verletzung deine Karriere ausbremsen. Ja, oder sag ich mal, du doch aufhörst, dann musst du ja auch wie jeder andere auch arbeiten und deswegen braucht man auch eine geeignete Ausbildung. Ich habe meinen Bachelor auch gemacht, 2019 beendet, so ich habe was in der Hand, um auch neben dem Handball was zu machen. Okay.
So, jetzt bin ich dran. Ja. Also, jeder von uns hat ja so ein geheimes Talent. Und hast du irgendein geheimes Talent, was vielleicht keiner weiß oder so? Ich würde gerne ja sagen, aber dann ist das kein Geheimnis, oder? Ja, stimmt, aber... Nein, also ich glaube eigentlich... Nein, glaube ich nicht so, was ich jetzt direkt so denke. Okay, ja. Leider. Ein geheimes Talent? Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so geheim, aber ich glaube, ich kann ganz gut Kaffee machen. Ja, das ist kein Talent, oder? Doch. Ja? Videospiele in deiner, spielst du Videospiele in deiner Freizeit und welche Videospiele spielst du? Das ist eigentlich, ich finde, ich mag die Frage wegen, also ich habe niemals so viel gespielt und so, aber wenn ich zum Deutschland gekommen war, habe ich mir so eine Xbox gekauft, wegen ich habe ein paar Kumpels in Schweden, das so diese Fortnite spielt und ich finde das eigentlich super, wenn ich dann kann ich reingehen und dann einfach, dann reden wir ein bisschen, ich bin nicht zu gut auf das, aber dann trotzdem könnte man dieses Alltagsgespräch haben. Was hast du gegessen, was hast du gemacht? Ich finde das einfach super und dann habe ich den Kontakt immer noch mit meinen so Kumpels in Schweden. Spielst du viel Fortnite und bist du gut in Fortnite? Nein, also ich würde gerne ja sagen, aber dann kommt vielleicht meine schwedische Kumpels und direkt sagt nein. Ich muss sagen, ich spiele gar keine Videospiele fast. Also wenn, dann mal wirklich auf einer Auswärtsfahrt so FIFA. Das ist das Einzige, wo ich auch früher mal gespielt habe. Aber ich habe zwei Kinder daheim und einen Hund. Von daher bleibt da auch keine Zeit für. Von daher eher mit den Kids spielen. Okay. Und die letzte Frage wäre jetzt erstmal, hast du irgendeinen Tipp für Nachwuchshandballspieler, die auch Profis werden wollen? Ui, also das ist eben, bleibt da. Kommt zum Training und einfach probiert Spaß mit Mannschaft zu haben. Aber manchmal ist das auch vielleicht viel Training und diese schweren Dinge zu machen auch. Aber am Ende bleibt da, kommt zum Training und wenn also Zeit, macht alles. Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, also erstmal muss man ganz viel Spaß haben. Man muss, sag ich mal, oder man sollte seine Freunde um sich haben. Ich glaube, dann ist es immer viel, viel besser, weil man dann halt auch gerne dahin geht. Und wenn man merkt, dass man auch viel Talent hat, einfach weiter hart arbeiten, vielleicht auch mehr machen als andere. Das hört man ja auch immer. Ich glaube, da kommt auch viel von alleine, wenn man sich dann in der Halle immer wieder reinstellt und eine Eigendynamik entwickelt sich ja dann meistens auch von allein. Okay, dann machen wir jetzt mal einen ganz anderen Interviewtyp. Sagt dir der Begriff Schnellfeuer was? Schnellfeuer? Ja. Ist das wahrscheinlich sowas wie so eine Schnellfragerunde? Genau, also wir fragen dich jetzt zwei Begriffe ab und was du davon eher machen würdest. Okay. Magst. Genau. Gut. Fangen wir an. McDonald's oder Burger King? McDonald's, würde ich sagen. McDonald's. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Mit. Okay. Das ist ganz, und das ist nicht das zu diskutieren. Das ist wirklich ein gesellschaftsspaltendes Thema. Ja, das stimmt, das stimmt. Android oder iPhone? iPhone. Nachteule oder früher Vogel? Mittlerweile früher Vogel, früher Nachteule. Früher Vogel. Ja. Nike oder Adidas? Nike. Adidas. Morgens oder abends Training? Morgens, glaube ich. Zwischen. Krafttraining oder Ausdauertraining? Beides. Nein, Ausdauer würde ich sagen. Kraft auf jeden Fall. Popcorn süß oder salzig? Süß natürlich. Das ist auch ein spaltendes Thema.
Salsi. Salsi. Ich komme aus Schweden. Pizza oder Döner? Boah, Döner. Pizza. Mit Döner. Nie wieder Handball oder nie wieder Fortnite? Nie wieder Fortnite natürlich. Nie wieder Fortnite. Okay. Hattest du anderes gehofft? Ja, vielleicht, ja. Ja, dann war es das für unser Interview. Vielen Dank. Wir bedanken uns für deine Zeit und wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Reha mit der Schulter. Vielen, vielen Dank und ich habe mich auch gefreut. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Danke. Hat mich gefreut. Macht's gut. Ja, wir waren gerade beim Training von den Recken und wie ihr gesehen habt, ging das Training sehr zur Sache und die verletzten Spieler haben mit den fitten Spielern zusammen trainiert, aber im abgegrenzten Bereich rechts am Spielfeldrand. Und hast du noch etwas zum Training, was du sagen möchtest? Ja, also ich würde sagen, generell hat mich sehr überrascht, dass nicht nur stumpf Handball gespielt wurde, sondern auch zum Beispiel einmal zu den Hockeyschlägern gegriffen wurde. Das fand ich sehr überraschend. Ich hatte gedacht, es wird mehr so Torschüsse gemacht oder so. Generell fand ich, war es ein tolles Interview, ein tolles Training. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. So, das war es jetzt schon wieder mit unserem kurzen Interview. Das ging auch schon wieder schneller als gedacht. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem einige sehr interessante Dinge über unsere Handballprofis erfahren. Das sehe ich genauso. Ich glaube, uns alle hat überrascht die Wahl zwischen nie wieder Fortnite oder nie wieder Handball. Ich persönlich hätte mich da eher schwer getan. Okay. So, und jetzt an alle Handball-Nachwuchstalente da draußen. Wie Marius gesagt hat, es ist nie zu spät anzufangen. Eure Zeit ist jetzt. Kommt zu den Recken und probiert es einfach mal aus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.